herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Verbrennungen dritten Grades von Eisbrand in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Verbrennungen dritten Grades von Eisbrand. Das Ganze erscheint am 16. Februar. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Jawohl, es ist das dritte Album von Eisbrand. Das Bundle zu dem Album habe ich euch bereits vorgestellt. Und heute schauen wir uns mal die Vinyl Edition an. Zuallererst werden wir mal die Folie entfernen. Dann einmal hier aufschneiden. Und dann ziehen wir die Folie ab. So, also, das ist das Cover. Oh, da kommen schon die Vinyls raus. Die wurden hier nur reingelegt. Legen wir dabei mal zur Seite. So, also, wir haben hier einmal ein Gatefold zum Aufklappen. Dann lesen wir hier den Schriftzug Eisbrand mit diesem Brandeisen, das hier wirklich rot glüht. Darunter der Schriftzug Verbrennungen dritten Grades, passenderweise das dritte Album, seitlich beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, also A, B, C und D Seite, die Songs verteilt. Dann haben wir noch den Barcode, Infos, das Ganze erschienen über Eisbrand Records. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, wir haben hier tatsächlich zu jedem einzelnen Song die Lyrics. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, dann haben wir hier die ganzen Worte aus jedem Song entsprechend abgedruckt. Hier kann man wirklich jeden Song mitsingen oder nachlesen. Dann gibt es hier eine umfangreiche Danksagung. Und auf der rechten Seite geht es natürlich dann weiter. Weitere Lyrics, so sieht's aus, ohne Ende Text und hier dann noch die Credits zum Album, ein paar Logos. So, hier stecken normalerweise die Vinyls drin, aber hier beide Stecktaschen entsprechend leer. Einmal, zweimal, denn die Vinyls hat man hier so mittig reingelegt, das wird häufig so gemacht. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Vinyls an. So, wir haben hier Nummer 1, kommt in schwarzer Papierhülle und das ist Vinyl Nummer 1 in so einem, ja, transparent, also so einem milchigen Weiß. Das ist die A-Seite, hier wieder mit diesem Eisbrand E in der Mitte. Dann die Rückseite, in diesem Fall die B-Seite, die sieht so aus. Und dann kommen wir zu Vinyl Nummer 2. Also erstmal packen wir die hier noch zurück in die schwarze Papierhülle. Einmal. Und dann haben wir Vinyl Nummer 2. Auch die in schwarzer Hülle natürlich. So, und dann haben wir hier die C-Seite. Und zu guter Letzt noch die, falsch rum, die D-Seite. Wunderbar. Genau. Das war's auch schon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, wenn ihr Eisbrand und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.